Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Rush. Und ihr wisst genau, wie es läuft. Ja, wir sind immer noch hier, genau. Ja, es ist nicht einfach, nicht einfach. Und... Na, okay, muss doch nicht aufstoßen. Wenn man noch 300 Gold mehr hätte, ne? Ein Königreich für 300 Gold. Je nachdem, was für Maßeinheiten das sind, würden das wahrscheinlich manche Leute vielleicht sogar machen. Oder hätten das manche Leute in der Vergangenheit vielleicht sogar gemacht. Aber, ja. Genau. Was wir jetzt hier machen müssen, ist ein fetter Archer. Der uns den Arsch rettet, wenn zum Beispiel der hier durchkommt. Weil dann scheiße ich auf die Baracken, die uns hier abgesichert haben. Gut, okay, brauche ich jetzt vielleicht trotzdem hier hinten. Also wirklich als allerletzten Notstand ist es schon natürlich nicht schlecht. Wenn man nur was übersieht. Aber das Problem ist, vorhin habe ich es übersehen. Die wurden aufgehalten und sind trotzdem durchgegangen. Das war natürlich nicht so gut. Aber ja, wenn du hier einen heftigen Archer hast, dann sollte es. Ja, sollte, heißt nicht, dass es ist, aber oder so wird. Aber sollte es besser sein. Weil der einfach viel mehr Impact hat, als wenn ich hier eine Baracke und hier eine Baracke habe, ist der eine voll upgradete Archer wahrscheinlich einfach 10-mal preiswerter quasi. Könnt ihr bitte den Demon Legion töten? Er hat nicht mal mehr 5. Danke, danke. Danke. Hier kommt jetzt noch einer, oder? War nicht hier bei den ganzen... Ne, ne, in dem Level kommt jetzt keiner. Geh weg. Ach. So, jetzt ist er natürlich erst voll geupgradet, jetzt macht er erst Schaden. Genau. Jetzt kommen schon wieder die Demon Legions. Na gut, jetzt mache ich entgegen dem, was ich gerade gesagt habe. Ja, ich schätze mal, wir brauchen noch einen zweiten Archer hier. Einer reicht doch nicht gegen so fette Massen. Aber es sind ja wirklich Massen an Gegnern. Von diesen Demon Spawns. Die Viecher hasse ich auch richtig, ey. Weil es so richtig kleine Teufel sind und die explodieren beim Sterben. Scheiße, die nächste Wave kommt. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein! Oh. Jetzt hätte ich die beinahe in den Tod geschickt. Okay, die sind dead. Puh, meine Fresse, ey. Der da muss auch weg, der Demon Lord. Und zwar schleunigst. Weil diese Schutzschilde, die er gibt, die sind richtig heftig. Töte im Anschluss direkt den. One-Shot den. Das Spiel ist wie verhext, ey. Dieser scheiß Demon Lord, Mann, das ist... Ah, du kannst wirklich... Das denkt man nicht. Man denkt ja immer so, ja, Call of Duty, Counter-Strike, was weiß ich, was irgendwelche Shooter. Da rasten die Leute am meisten aus, aber ganz ehrlich... Bei solchen Spielen, bei solchen taktischen Spielen, könnte ich genauso ausrasten. Eigentlich noch 10-mal schlimmer. Manchmal. Nicht immer, aber manchmal. So. Aber da merkt man es, unser Held ist tot und einfach weil die Türme den Schaden machen, ist nicht mehr alles abhängig von diesem scheiß Held. Na, man meint, der Held ist gut, aber ja, ist halt wirklich so. Ich habe die ganze Zeit meine Soldaten in Flammen drin stehen gehabt. 3 Waves lang, habe es nicht gemerkt. Das ist auch pretty incredible. Entschuldigung, Bill. So. Falls es mal so weit kommt, hier ist zur Sicherheit auch noch 2 Magier. Und noch einen Bogenschützen. Aber die Türme spielen eigentlich keine Rolle. Die, man merkt, die normalen Gegner, die sind alle saustark gegen Magier. Gut, vielleicht bis auf die Flugviecher. Und dann einfach die stärksten Gegner eigentlich sind sauschwach gegen Magier. Aber dass ich... Ich weiß nicht, warum ich mir das so... Weil ich meine, ich denke mir das ja auch nicht aus, dass die Fettmagieresistenz haben. Aber ich habe mir das echt eingebildet. Schon fast ein bisschen erschreckend. Naja, eigentlich nicht, aber... So, Demon Legion mal 6 und... Ja! Eigentlich ist es schlecht, weil ich habe hier drüben 2 Arcane Towers und auf der rechten Seite nicht.
Aber ja. Bei Gularion weiß ich nicht mehr genau, was das war. Irgendwas Fettes auf jeden Fall. Oder Gualemon. Ist für mich das Gleiche. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall die Fähigkeit, weil sonst ist jetzt hier Schicht im Schacht. Ja, ihr müsst jetzt da noch alle reinlaufen, genau. Genau, Dankeschön, Dankeschön. Perfekt. Das war genau das, was ihr machen müsst. Und jetzt noch, zack. Ja, das sind die Flareons. Ach, das war der Fettsack, der wo fliegen kann, ne? Der kann doch über Gegner ein bisschen drüber fliegen. Ja. Scheiß Wurfviecher. Ey. Ich hätte den Teleport nicht gehen dürfen. Oh mein Gott, war das der entscheidende? Oh mein Gott, verlieren wir jetzt deswegen? Bitte nicht. Das wäre echt funny, wenn wir jetzt deswegen verlieren würden. Also für euch wäre es funny, für mich wäre es wahrscheinlich der Moment, mit dem Spiel wirklich aufzuhören. Es gibt's nicht, wie latschen die denn da durch? Es hätte ich keinen Schaden hier. Das sind trotzdem abgegradete Türme, da können die so viel Magieresistenz haben, wie sie wollen. Die können ja nicht einfach durchwatschen, wie sie lustig sind. Das muss ich aber aufpassen, weil nicht, dass der jetzt hier einfach ins Ziel fliegt. Na, okay. Macht er aber gleich. Ach du Scheiße, ich kann ihn nicht töten. Ich kann ihn nicht nur nicht töten, der tötet auch noch meine Soldaten, und zwar extrem schnell. Naja, jetzt habe ich sie fast umsonst dahinter geschickt, die Alte. Naja. So weit würde ich nicht gehen, dass es umsonst war, aber... Ich kann halt auch keine Soldaten dahin schicken, weil es immer brennt. Das ist auch so nervig, ey. Ich würde jetzt gerne die hier endlich vernichten. Ja, und jetzt habe ich verloren. Oh ja. Oh mein Gott. Knapper geht's eigentlich gar nicht mehr. Keine Demon Legion. Demon Legion mal 6. Und ein Cerberus. Oh, das geht eigentlich. Das ist gar nicht so krass. Das ist eigentlich wieder das gleiche Prinzip. Du musst den Cerberus durchlaufen lassen. Und, ja. Oh mein Gott, kann er den Cerberus one-shotten? Lass den ein Stück vorlaufen. Ja, aber kann er wahrscheinlich nicht, weil er eigentlich ein Boss ist, ne? Ja, nee, kann er nicht. Du musst den Cerberus, den muss man durchlaufen lassen, glaubt mir. Das ist die legit Taktik. Das ist die verfickte Taktik. Das ist lächerlich. Ich weiß, aber es ist einfach die Taktik. Weil der stirbt jetzt ja einfach. Der Cerberus, der ist sauschwach, der läuft hier durch, der stirbt einfach. Gut, okay, so einfach vielleicht auch nicht, aber ja. Er stirbt auf jeden Fall irgendwann. Jetzt kommen ja schon wieder zwei solche dämlichen... Fuck, ich brauche mein Held jetzt eigentlich gleich woanders. Naja, ich brauche die woanders. 1000 hat er noch. 700. Der ist jetzt aber auch nicht mehr das Problem. Aber die Demon Legions scheinen eh tot zu sein. Und jetzt... Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Alter. Ich weiß nicht, wie viel Leben haben die noch da oben. Okay, der eine hat noch 600, aber er sitzt alleine. Oh mein Gott. Ich töte ihn jetzt, ist mir zu heiß. Alter. Ey. Holy fuck, man, das Level war... Alter. Das Level war heftig. Na gut, eigentlich nicht. Eigentlich hätte man es leichter schaffen können. Aber es war schon krass. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn man jetzt Iron keine Mages hat, dann weiß ich nicht, wie man das schaffen... Fickt euch. Alter,
Man hat keinen Mage, Commander Demon Legions. Na, natürlich. Und hier? Demon. Na, hier kommen keine Demon Legions tatsächlich. Und ein Cerberus kommt auch trotzdem. Eidei. Aber dann weiß man ja schon mal, dass links eigentlich nur Sachen mit Fett-Magieresistenz kommen. Alter, mal da waren fast 3000 Gold. Was für mich eigentlich heißt, ja. Armor only. Ja. Und dann machen wir. Ach, wir haben ja keinen Mage. Ja, wie killt man die dann am besten? Mit Gift oder mit Artillerie? Das ist verdächtig, weil die geben einem so viel Gold. Das heißt, entweder ist es direkt am Anfang schwierig, oder das heißt Artillerie bauen, weil es so fuck teuer ist. Ich finde Artillerie so schlecht eigentlich. Es kommt auf die Situation an, aber in dem, es geht um einzelne Gegner und da ist Artillerie ja richtig schlecht, weil Artillerie macht ja immer auf mehrere Gegner Schaden. Außer der Tesla, vielleicht ist der Tesla gut. Ich weiß immer noch nicht, was der Tesla ist, ob der physischen oder magischen Schaden macht, keine Ahnung, ich habe das von Anfang an nicht gecheckt. Ich würde sagen, wir probieren es mit Gift. Wir probieren es mit Gift. Festhalten, okay, aber hauptsächlich Gift. Ja, heben wir uns mal 300 Gold auf und gucken mal. Ich meine, heißt ja auch nicht, dass er jetzt direkt der. No, no, man. Ich würde sagen, heißt nicht direkt, dass der Demon Legion als erster kommt, aber ja, er ist. Ja, der erste Gegner. Und der zweite ist auch. Ja, perfekt. Zack, 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 zack. Und tot. Oh, das ist nicht gut. Und die sind alle drei tot. Ja, nice. Ey. Also, das ist jetzt. Das ist. Ich wollte es gerade sagen, das ist jetzt ja lächerlich. Die laufen. Weil die Baracke da. Ja, das ist so lächerlich. Die werden angezündet, sobald sie spawnen. Ja, genau deswegen habe ich mir 300 Gold aufgehoben. Ja, das ist halt echt so. Ja gut, dann kannst du hier aushelfen gehen, wenn du da unten verprügelt wirst. Alte Schachtel. Ach, die kann ja nirgendwo aushelfen, man. Die alte ist echt. Ach, die kann ja nirgendwo hinlaufen, weil alles brennt. Und da oben habe ich hier schon verloren. Ja. Ach, Alter, ich krieg noch diese Scheiß. Das ist so ein Schwachsinn, Alter. Die können halt einfach hier langlaufen. Nein, 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 können sie nicht. Na gut, okay, aber ich habe gemerkt, hier muss auf jeden Fall eine Barke hin. Ein taktischer Fehler. Und ich weiß noch, die Baracke hier ist, glaube ich, auch relativ nutzlos. So. Und zack, 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 zack. Was wollen wir mit 600 Gold übrig? Was? Das habe ich noch geupgradet, ne? Aber das war relativ dämlich. Wobei, das macht auch Damage over time. Ha. Ja, ich würde sagen, dann lieber nochmal, oder? Nochmal Gift? Ich weiß nicht, macht zweimal Gift Sinn? Naja, das Gift hält er aber auch nicht unendlich lange. Jetzt warten wir erstmal wieder. Na, stimmt, den hätte ich vorher noch ein bisschen abgegradet. Der steht doch null da drin. Der steht nicht im entferntesten dieser scheiß Lava. Was wollen die mir da eigentlich erzählen? Warum kämpft... Der steht nicht da drin. Oder, ach nee, der stirbt jetzt... Der stirbt jetzt wegen dem Respawn die ganze Zeit. Jetzt check ich's. Der stand doch nicht drin.
Er ist halt immer wieder, weil er immer wieder hingelaufen ist, ist er immer wieder gestorben. Das war das Problem. Ja, okay, Entschuldigung. Aber trotzdem, ey, fuck you. das gibt's nur, diese scheiß Dämonenhunde. Das ist unglaublich, wie stark die sind. Ja, die stirbt jetzt halt, ne? Es ist... Und da kommt ein Demon Legion. Schau dich das an, einer von diesen scheiß Demon Bricks, oder wie die heißen, stirbt und töten dabei alle meine Soldaten. Scheiße, wo ist die? Oh mein Gott, das habe ich sie durch die Flammen geschickt. Ich habe nur gesehen, dass sie nur Hälfte Leben hat und dachte mir nur, ach du Scheiße. Also ist sie da schon wieder in Gefahr. Ey, wo die hingeht, stirbt sie. Das ist ja unglaublich, ey. Tja, das ist meine Baracke, ist nutzlos, weil der Typ, der da rausläuft, einfach permanent am Sterben ist. Und meine... Wie ist denn die jetzt schon wieder gestorben, Alter? Ich krieg gleich einen Anfall. Warum waren die jetzt schon wieder tot? Die hat doch gar nichts gemacht. Alter, das Level regt mich gerade richtig auf, ey. Vielleicht sollte ich lieber ein anderes spielen. Wie ist die jetzt da gestorben? Ich weiß, ich habe nicht hingeguckt, aber trotzdem, Mann, das regt einfach so auf. Die macht einfach nichts und stirbt trotzdem. Wie kann das sein, wenn man nichts macht, dass man stirbt? Alter Schwäche, aber... Shut the fuck up, ey. Von was machen die scheiß Bogenschützen hier eigentlich alle? Ja, es sind Level 1 Türme. Kannst du mir nicht erzählen, dass die einfach nichts machen, ey. So. 610. Offensichtlich muss man das investieren, weil sonst verliert man direkt. Was mich ehrlich gesagt sehr wundert. Einer von den Gegnern stirbt und tötet drei von meinen Leuten, ohne dass er jemals gegen die gekämpft hat. Re to the motherfucking ridiculous. Wieso lebt der noch? Alter, wirklich, Mann, wie ist der eine Typ schon wieder gestorben? Ich habe schon wieder gesehen, dass der eine permanent in den Flammen stirbt. Warum? Er steht da nicht drinnen. Was checkt das Spiel daran eigentlich nicht? Muss ich die in die scheiß Antarktis stellen, dass der da nicht stirbt? Der steht hier und stirbt, weil hier Flammen sind. Was ist das für eine Logik? Ich krieg wirklich gleich einen Anfall, ey. Der eine da unten auch. Wow, der hat seine Kopie genau außerhalb gespawnt. Die alte kann jetzt direkt da hochgehen, ey. Alter, ohne Scheiß, Mann, ich habe noch nie... Also wirklich so aggressiv werde ich fast nie beim Spielen. Hat sich übrigens nur so laut angehört, also ich habe jetzt nicht vor der Kanne gegen meinen Kopf geschlagen, bin ich bescheuert. Alter, das war... Jetzt habe ich es mal wirklich hautnah miterlebt, was das für ein scheiß Level ist. Die laufen zu den Gegnern und weil sie zu den Gegnern laufen, sterben sie. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ey. Was das für ein abnormaler Schwachsinn ist. Und ja, ich weiß, es gehört zum Spiel, es ist halt das Level, es ist, muss man halt in seine Taktik einbeziehen. Aber es ist so scheiße dumm, Alter, weil sie stehen ja trotzdem nicht in der Fack. Sie standen gerade alle drei hier. Sie standen nicht mittendrin, sie standen alle drei hier. Und sterben, vor allem dann sterben die auch nicht irgendwie so kurz über Zeit, nein, sie sterben einfach instant. Weil das, wie viel Leben haben die? 50? 72. 72 Schaden in einer Sekunde. Was ist das für... Was? Wie, was? Bitte, was? Oh. Kriegt man dafür 70? Nein. Ja, ich... bin auch etwas übernächtigt, muss ich sagen.
Also bin ich wirklich über Nacht nur... auf jeden Fall nicht lang genug geschlafen. Erkennt ihr das, wenn ihr was unbedingt schaffen wollt? Weil gut, so unbedingt will ich es jetzt auch nicht schaffen, aber schon ganz gerne. Irgendwie kommt mir das so vor, habe ich immer mehr Gold übrig. Ah, never mind. Never mind. Jetzt hat es da auch endlich mal besser geklappt mit der Fähigkeit, dass auch wirklich mal alle Gegner auf einen Schlag sterben. Und hier auch, plötzlich funktioniert es, ey. Als ob das ein anderes Level wäre. Plötzlich funktioniert es. Ey, der kommt nicht mal bis Rinder richtig, der eine. Gut, jetzt tötet er natürlich trotzdem alle meine drei Soldaten. Ja, wobei, die schaffen es vielleicht sogar, den zu töten. Aber zur Absicherung. Ja, die hätten es sogar geschafft, glaube ich. Ganz knapp. So, jetzt kommt gleich der nächste Demon Legion. Genau. Da ist er auch schon. Und die lässt sich schon wieder Nahkämpfe verwickeln. Naja, okay, ich glaube, da machen wir einfach die Fähigkeit. Hat es keinen Sinn, sich da lange aufzuhalten, weil da kommen nämlich schon die nächsten. Oh fuck, jetzt habe ich auf die Demon Legions gar nicht mehr geachtet. Einer ist tot. Und der andere, der lebt aber noch. Und das ist nicht der Main. Na gut, immerhin das. Jetzt würde es mich interessieren, wie viel Leben hat der jetzt? 200... Der hat jetzt von 210 auf 26. Also irgendwie, ich finde das so unlogisch. Jetzt hat er sogar nur noch 7. Der eine. Der neueste Klon hat nur noch 7 Leben. Ich finde das so unlogisch, ey. Ah, und die Demon Legions explodieren auch, wenn sie sterben. Das ist mir nämlich gerade schon aufgefallen. Das war mir jetzt ehrlich gesagt auch neu. Also, ich habe noch nicht so wirklich drauf geachtet gehabt bisher. Aber ich meinte jetzt nicht, dass sie das machen. Puh. Okay, das Gift könnte auch ein bisschen mehr Schaden machen. Wenn der jetzt losgeflogen wäre, dann hätte ich auch einfach verloren gehabt. Puh, ey, aber der kleine Ausraster, ich muss sagen, es hat gut getan und irgendwie gefühlt hat es was geholfen. Gefühlt, sage ich wohlgemerkt. Ich raste eigentlich gar nicht. Na gut, okay, Ausrasten kann man das jetzt nicht nennen. Aber es war schon ein kleiner Rage. Baby Rage. Ach, die explodieren auch. Die explodieren alle, oder was? Irgendwie kann ich mich so genau gar nicht mehr dran erinnern. Also, dass alle explodieren. Hat der gerade 3 auf... Nee, scheiße. Oh oh. Das könnte fast Game Over werden. Also, es ist auf jeden Fall Game Over, wenn man nicht aufpasst. Das ist ja eigentlich auch das Problem bei dem Level. Die Demon Legions. Nicht dieser ganze andere Kack, aber die töten die ganze Zeit meine Heldin auch. Das ist nicht cool. Tötet den Demon Lord bitte, ey. Der macht auch die ganze Zeit diese scheiß Schutzschilder. Da kommt schon Cerberus? Oh mein Gott, das heißt, es ist jetzt gleich vorbei. Uff. Na, ja, das wird aber nichts. Wahrscheinlich. Weil die Demon Legions, das sind zu viele. Das sind einfach zu fucking viele. Vor allem, das ist so unlogisch. Jetzt haben die alle 180 und 340. Das ergibt keinen Sinn. Der eine mit 210 reproduziert sich zu 26ern und 7ern. Und die mit 300 reproduzieren 200er. Was? Also ich würde so gern verstehen, wie das funktioniert. Also wir haben schon wieder locker verloren. Wir haben keine Chance, das alles aufzuhalten.
Allein den Cerberus und die ganzen Viecher zu kennen, no way. Jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich es einfach nur fett verkackt, was war ein richtig guter Versuch. Ich sehe gerade, es ist einfach schon wieder 25 Minuten, das gibt's ja nicht. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Ja, ich weiß auch nicht. Aber ja doch, jetzt waren jetzt schon die Demon Legions das Problem. Es war schon so. Sonst hat es funktioniert. Weil wir wahrscheinlich echt ein bisschen Glück hatten. Weil es vorher die ganze Zeit nicht funktioniert und ich ja immer genau das gleiche mache. Der 500er reproduziert einen 400er. Der 400er den 300er, der 300er den 200er? Aber dann muss ja der 26er kommen, haben wir vorher gesehen. Also wenn ihr mich fragt, das ergibt keinen Sinn. Also, da kannst du mir erzählen, was du willst, aber das ergibt einfach keinen Sinn. Die Viecher hier haben auch entschieden zu viel Leben, ey. Bitte stirb nicht. Ja, und ich muss bei der Heldin... Die Heldin ist... Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie oft sie gestorben ist, aber mehrfach. Das darf auch nicht... Oh mein Gott, was? Es gibt einfach zu viel, worauf du achten musst. Immer die Demon Legions. Du darfst niemals die Demon Legions aus den Augen verlieren. Aber zeitgleich darfst du auch nicht aus den Augen verlieren, dass da 50 Milliarden von diesen kleinen Kackviechern durchlaufen. Und ich sage das bewusst mit dieser entschiedenen Wortwahl. Weil das einfach kleine Kackviecher sind. Das ist unglaublich, ey. Es ist wirklich unglaublich. So. Oh, Gift, Gift, Gift. Ich weiß gar nicht, wie viel das Gift Unterschied macht. Aber ich glaube schon, dass es ziemlich viel Schaden macht. Also, beziehungsweise ich weiß, dass es viel Schaden macht. Steht da. Vor allem bei starken Gegnern ist es echt gut. Okay, jetzt hat es zumindest die Demon Legion Special besser erwischt. Und ja, es ist einfach zu viel, worauf du achten musst. Ja, das ist wirklich so. It's just crazy, man. Gegen einen von diesen Kackern habe ich verloren. Kackern, ja, krasse Beleidigung. Sollst du nicht auf die da oben schießen, sollst du den Demon Legion vernichten. Genau wie der Archer, der da ist, aber der hat auch andere Sorgen offensichtlich. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, wie es vorhin lief zu dem Zeitpunkt. Jetzt hat der 500er und 200er reproduziert, aber wahrscheinlich, weil er vorher schon einen reproduziert hat. Also ich verstehe es, also ich meinte eigentlich, dass ich es verstanden habe, wir haben wieder verloren. Wie kann denn das sein? Wir haben es vorhin geschafft, wo hier keiner war und da einer, haben wir es die ganze Zeit geschafft. Jetzt schaffe ich es wieder nicht mehr. Ich baue hier den zu einem vollen aus und der macht einfach keinen Schaden an diesen kleinen Kackviechern. Ach, es triggert so krass rein, ey. Ich glaube, hier mache ich jetzt auch eine Baracke. Aber das ist so unlogisch. Ich habe schon so viele Baracken. Ich habe schon so extrem viele Baracken. Und das hilft trotzdem nicht. Ach, komm.
Oh, ich sehe gerade, die Folge ist schon bei 30 Minuten. Ich weiß, ich sollte lieber eine Pause machen, aber ich will es einfach nur schaffen, um es den Entwicklern so in die Fresse zu reiben, ey. Eigentlich ist es richtig armselig, Alter. Dass mich das Level dreimal so fertig macht. Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3. Das ist unglaublich. Das hat fast noch kein Level geschafft. Zumindest eine Stufe war immer einfach, aber nie drei richtig kacke. Oder fast nie. Na gut, macht's gut, rein langsam entscheiden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.